Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmoninger, Kirchheimer, Kaier und Astner, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern, heute ist vorerst einmal der letzte Abendimpuls, der 601. erste Abendimpuls, aber zugleich vorerst der letzte. Jetzt gehen wir mal zumindest in die Sommerpause und was dann im Herbst ist, das wissen wir noch nicht. Heute habe ich eine besondere Stelle rausgesucht. Ich habe nämlich so wunderschöne Sonnenblumen, die wachsen und wachsen. Die sind fast schon doppelt so groß wie ich. Und die wollte ich euch heute noch zeigen. Und es passt auch zum Evangelium, das wir am morgigen Sonntag hören. Jesus weist uns darauf hin, dass alles hier in dieser Welt vergänglich ist. Aber es soll für die Ewigkeit Bestand haben, was wir tun. Und darum dieses Gleichnis von dem Gutsbesitzer, der nur um sich selber kreist und denkt, immer größere Scheunen zu bauen, immer mächtiger zu leben und dabei das eigentliche Ziel des Lebens übersieht. Denn Gott macht ihm einen Strich durch die Rechnung und sagt zu ihm, du bist ein Dummian, du hast dir überhaupt keine Gedanken gemacht, dass dein Leben zu Ende gehen könnte. Und das kommt dann auch in der Lesung, in der ersten aus dem Buch Kohelet vor. Windhauch, Windhauch, alles ist nur Windhauch. Aber wir sollen für die Scheunen des ewigen Lebens auch bereit sein zu sammeln. Und sollen nicht immer hier in dieser Welt immer nur alles besitzen wollen, sondern uns auch Gedanken machen, was können wir vor Gott einmal vorweisen. So dürfen wir heute an diesem Abend gemeinsam beten. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht, hilf uns in deiner Güte, in deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend und morgen und in die nächste Zeit der Dreieine Gott. Es segne euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Heute sing nicht ich, heute singt unser Kirchenband, nämlich wir haben ja gerade eine Hochzeit gehabt. Und da dürft ihr jetzt ein bisschen miterleben, was bei der Hochzeit gesungen worden ist. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen, eine schöne Urlaubszeit, falls ihr Urlaub habt. Und dann hören wir uns vielleicht im Herbst oder sehen wir uns im Herbst wieder. Führt euch gut, bis dahin. Schleid uns.